Hallo ihr Lieben und willkommen zum neuen Wochenimpuls für die Woche vom 15. bis zum 21. März. Eine interessante Woche kommt auf uns zu, denn wir haben verschiedene Aspekte, die hier kommen. Wir haben zum einen mal den Wechsel in der Maya Welle, wir haben zwei Portaltage am Mittwoch und am Samstag und das ganze zeigt sich natürlich dann auch im Wochenimpuls. Diese Ereignisse, die hier kommen, haben natürlich noch den Einfluss, auch jetzt von dieser Woche, wo ich jetzt auch das Reading aufnehme, denn wir haben heute Freitag, wo ich das Reading aufnehme, einen Portaltag, morgen am Samstag haben wir Neumond. Auch das hat auf die kommende Woche natürlich Einfluss und das alles zusammen zeigt einfach, dass eine Zeit auf uns zukommt, die sehr wichtig ist. Ja, die Zeit, die auf uns zukommt. Hat etwas ganz Besonderes, denn wir haben mit der übernächsten Maya-Welle wieder eine Welle, wo wir zehn Portaltage am Stück haben. Das ist immer sehr herausfordernd und die meisten, die ja bei mir zuhören, wissen ja, dass ich in dieser Zeit auch Readings anbieten werde für die Befragung des karmischen Rades. Ja, das werde ich online stellen, weil es ist ja in der Regel immer sehr sehr schnell ausgebucht und ich habe dann nur begrenzte Kapazitäten. Und ähm, ja, das Angebot wird die nächsten Tage rausgehen. Für alle, die, die es schon kennen, ich weiß, gerade bei den Stammkunden ist es sehr begehrt, die Befragung des karmischen Rates, weil man doch nochmal allerhand an Informationen bekommt, was sich da einfach zeigt. Für die, die es noch nicht kennen, der karmische Rat, das sind ja die Engel, die aufgestiegenen Meister. Und da geht man tatsächlich in Dinge hinein, wo man sieht, welche Kraft ein begleitet, auch zum karmischen Rat wo man erkennt, was kommt so aus früheren Leben, aus dem Hier und Jetzt und was hat alles Früchte getragen, welche Erinnerungen hat man, welche Bindungen, was ist aufzulösen. Also ein ganz wunderbarer Überblick, den man da bekommt. Das mache ich immer an ganz besonderen Tagen und eben immer dann, wenn es auf die zehn Portaltage zugeht, geht das Angebot raus und dann natürlich, ja, wenn es losgeht mit den zehn Portaltagen. Was ich heute auch schon ankündigen möchte, denn das werde ich auch online stellen. Ihr wisst ja, verschiedene Readings äh, sind das eine natürlich, äh, aber ich biete ja auch Einweihungen an. Und wir haben jetzt natürlich auch eine ganz besondere Zeit, auf die wir zukommen, mit Ostern. Und da gibt es gerade ein ganz spezielles Angebot, das gerade eben kurz vor Ostern nochmal eine ganz besondere Energie hat. Und das, was ich euch da empfehlen möchte, ist etwas ganz Besonderes, denn wenn man das dann auch macht vor Ostern, hat das natürlich über Ostern gerade nochmal ja, noch eine tiefere Wirkung. Und dieses Angebot, das geht auch raus, denn es wird nur begrenzte Angebote, äh, was heißt Angebote, begrenzte Anzahl geben, denn ich werde da speziell dann den Tag vor Ostern freihalten, den Gründonnerstag, dass wir genau auf diese Energie gehen können. Jetzt fragt ihr euch sicherlich schon, okay, was ist denn das für so eine besondere Energie? Ich habe sie schon veröffentlicht und das, was ich euch hier empfehlen möchte, das sind eigentlich sogar zwei Dinge. Denn das eine ist ganz speziell für Ostern und zwar äh, geht es da um ja, Lentos, das göttliche Feuer. Und das hat natürlich auch mit... Christusenergie zu tun mit Aufstiegsenergie und da ist gerade Ostern ein ganz besonderer Tag. Also, wenn du dir da noch einen Termin sichern möchtest für den grünen Donnerstag, dann bitte rechtzeitig, bevor alle Termine weg sind. Was ich euch noch empfehlen möchte und das war mir noch mal ganz wichtig und da komme ich auch gleich dahin, warum mir das so wichtig ist, das werdet ihr nämlich sehen, denn wir haben jetzt auch in der kommenden Woche schon Aufstiegsenergien mit dabei. Was ich euch noch empfehlen möchte und gerade das vor Ostern oder dann auch nach Ostern zu starten, die Lilie der Erneuerung. Denn dieser Erneuerungsprozess, der ja dann nach der Einweihung noch 22 Tage hat, der beinhaltet viel, viel mehr, als man im ersten Moment denkt. Denn all diese Rückmeldungen, die ich von all den Personen habe, die hier schon eingeweiht wurden, die sind alle begeistert, weil sich etwas ganz Wunderbares wandelt. Man wird viel bewusster mit den Dingen, die eben bei einem sind, die Themen, die sich aufzeigen. Und ähm, ich möchte da gern ein Zitat wiederholen von einer ganz wunderbaren Dame, die gesagt hat, das ist die beste Einweihung, die ich je hatte. Ich, ich fühle mich wie neu geboren. Und ja, das ist es auch. Und diese zwei Sachen möchte ich euch da eben auch nochmal ans Herz legen, weil es ganz besonders ist. Und jetzt möchte ich euch auch sagen, warum. Denn wenn wir hier jetzt in die übergreifende Energie schon schauen, vom Wochenimpuls, sehen wir tatsächlich, und wir haben hier Aufstiegskarten, um die es hier geht, von Atlantis. Und hier kommt Lady Nada, Lady Nada, und diese Karte spricht davon die Zwillingsflamme von Sananda, dem höheren Selbst von Jesus. Also es ist in der Zielgeraden eben tatsächlich hier für eine ganz besondere Zeit. Und wenn das so kurz vor Ostern kommt, zeigt das einfach, wie wichtig auch die Osterzeit nochmal wird. Denn wir sehen hier mit dieser Karte wird darauf hingewiesen, dass sie die Meisterin des siebten Strahls ist, da geht es um Rituale, auch um Magie, dass gerade Zeremonien ganz besonders sind, wichtig sind, auch Menschen zusammenbringen, um eben Licht zu bündeln und ja, hier sehen wir Lady Nada zeigt sich eben, dass sie im Tempel der Liebe in Atlantis als Priesterin diente und hier ganz besondere ja heil heilwissen auch hatte und dass hier etwas zurückkommt. Also da ist eine tiefe tiefe Verbindung und ich glaube, da ist im Moment gerade sehr sehr viel am passieren. Denn nicht ohne Grund sind viele viele Lichtarbeiter momentan auch gefühlt an so einem Punkt, dass sie sagen, boah, das wird mir zu viel, ich bin müde, ich bin erschlagen, was ist das alles? Auch die Schumann Resonanz, die dann zwischendurch verschiedene Aspekte aufzeigt, all das. Deswegen wirst du jetzt schon darauf vorbereitet, bekommst jetzt die Karte Lady Nada, weil es geht darum, dass du auch deine eigenen Heilkräfte akzeptierst, auch deine spirituellen und medialen Gaben und dass du sie anwendest. Das heißt natürlich auch, wenn man mal den Weckruf hatte, man wird geweckt, da kommt etwas auf einem zu. Und das, was da kommt, das entwickelt sich immer weiter. Und diese Weiterentwicklung, gerade sich dem zu widmen, wo man sieht, da zieht es die Seele hin, eben diese Verbindung. Das ist es. Und da, da wird jetzt Feintuning gerade betrieben. Und das eben mit den Aufstiegskarten. Deswegen wundert mich nicht, Sie waren schon lange nicht mehr dabei, aber jetzt, also sie haben regelrecht danach geschrien, dass die Aufstiegskarten jetzt mit dazukommen. Wir sehen auch weiter und da kommt die zweite Karte dazu. Deswegen habe ich vorhin auch so ausführlich wegen dem Mond das gesagt. Jetzt haben wir hier den Mond und wir haben ja jetzt am Samstag, also quasi noch bevor wir in diese Woche gehen, für die dieser Wochenimpuls ist, haben wir ja den Neumond. Und diese Karte, sie spricht davon, dass es um das Kausalchakra des Universums geht. Da geht es um göttlich weibliche Energien und jetzt schau mal, hier haben wir Lady Nada, die schon sagt, öffne dich für das Licht, öffne dich für deine Heilenergie und da wird es jetzt noch mal vertieft. Es geht darum, diese Energie auch anzurufen, genau das, was wir hier auch schon gesehen haben, also, dass du wirklich jetzt dabei bist, immer weiter in deine weibliche Kraft, in deine weibliche Energie zu gehen und das alles anzuwenden. Die Affirmation dieser Karte, ich höre auf die Stimme meiner weiblich oder göttlich weiblichen Weisheit. Genau da sollst du immer weiter hingehen, da wirst du immer weiter hingeschoben. Und nicht nur das, denn als drittes kommt hier noch dazu, da sehen wir die Natur. Und wenn die Natur kommt, ja, dann geht es tatsächlich darum, dass das Naturreich aus dem Herzen... Gottes erschaffen wurde. Also eine tiefe tiefe weitere Verbindung, die da ist und vieles, was eben ineinander geht, wo man manchmal gar nicht so unbedingt verstehen kann. Die Tage war im Fernsehen erst wieder der der Film Avatar zu sehen und ich finde da immer schön, wenn sie beschreiben, wie die Natur und hier die Ahnen, wie auch über den Baum und alles miteinander verbunden ist. Das ist eine besondere Form in diesem Film, ja, aber es beschreibt einfach auch, was bei uns so viel ineinander geht. Also so ganz abwegig ist das Ganze nicht. Und wenn du jetzt hier siehst, was wir haben, wir haben hier eine Mischung, die natur den mond und wir haben diese weibliche energie auch eine andeutung auf zwillingsflammenenergie und ich glaube wir wurden da schon vorbereitet weil die woche vorher wurden wir so intensiv schon auch auf <laughs> sexualität angedrickert also da ist ganz ganz viel was hier ineinander fließt und ineinander geht und ja es ist anstrengend aber seid euch sicher es ist wichtig, es ist wichtig für den Aufstieg, sonst wären auch nicht diese Karten gekommen, denn sie zeigen einfach den Weg Stück für Stück und immer weiter. Die letzte Karte hat hier als Affirmation, ich liebe und segne das ganze Naturreich und bedanke mich bei ihm. Auch das nochmal eine ganz besondere Botschaft. Ja, ihr seht schon, spannend. Deswegen wir wollen gucken, was bedeutet das für jeden von euch individuell. Und ich bitte euch zu entscheiden, einfach der erste, der zweite oder der dritte Stapel, was für einen Impuls hast du, wo soll es für dich hingehen und was möchte da noch weiter angeschaut werden. Für alle, die den ersten Stapel gewählt haben, was zeigt sich bei euch? Bei euch sehen wir hier eine ganz wunderbare Karte, nämlich Suche das Schöne. Und dann schau mal, dann haben wir da noch die 44. Ja, wenn du dir das anschaust, eine Dame, wir haben hier oben den Mond, die lässt ein Licht erstrahlen ihr eigenes Licht erstrahlen, aber auch sie ist in der Natur und das spiegelt es wieder. Denn ich glaube tatsächlich mit dieser Karte bedeutet das für dich mit dem Neumond, der ja jetzt am 13. ist, dass du da danach die kommende Woche, für die dieses Reading ist, auch tatsächlich mit dieser Mondenergie, mit immer wieder Ritualen, mit Kerzen verbindest, dass du immer wieder schaust, wo ist das Schöne im Leben, damit du dich wieder auf dich besinnst, damit du bei dir ankommst. Also das ist ganz, ganz viel auch Rückzug, Ruhe und das Schöne in dir zu finden. In dir sind so viele wunderbare Dinge, die hinaus möchten. Und ich glaube, das ist eine Art Innenschau, die hier stattfindet. Eben auch mit Ritualen, mit Zeit für sich alleine, um zu erkennen, was ist so Wunderbares, was ist so Schönes in dir. Denn es geht für dich, und das sehen wir hier, mit der Karte aus dem Deck für die indischen Göttin. Ich nehme die Geschenke des Lebens an. Das heißt für dich, da kommen Geschenke. In dir sind schon Geschenke. Es soll dir einfach bewusst werden, welche Geschenke da tatsächlich auch schon da sind, die in dir stecken. Dass du ein Geschenk bist. Auch das, das gehört hier dazu. Zu erkennen, wie wunderbar du bist. Und ähm, ja. In dir findet etwas statt und ich möchte dich bitten, einfach mal diese Karte hier wirken zu lassen, denn wir gehen hier tatsächlich auf Kristallebene und lass das einfach mal wirken. Was holt das in dir hervor? Denn diese Karte und gerade hier auch auf der Kristallebene bedeutet das für dich, dass hier eine Transformation stattfindet, dass hier auch ein bisschen etwas herausgetestet wird, ob du zu dir selber stehst. Also du wirst ein wenig geprüft in dieser Zeit, ob du bei dir bleibst, ob du hier, ja, das alles annehmen kannst, wie es denn ist. Also es ist, ja, wie soll ich sagen, es ist Innenschau, Revision, Prüfung das ist nichts anderes wie in einer ausbildung du wurdest ausgebildet und jetzt jetzt wird auf knopfdruck abgerufen ob du auch alles verstanden hast aus der ausbildung es geht dann auch noch weiter dass für dich in der kommenden woche ganz ganz viele kreative dinge ins leben kommen und ähm, Gerade wenn man das hier anschaut, die Karte, die hat so einen Impuls, so einen Fliesenlassimpuls, dass du ja nicht nur annehmen, sondern wirklich auch, dass du erkennst, was steckt in dir. Also all das, das ist die Mischung, was hier zum Vorschein kommt. Was hier auch ganz wichtig ist in der kommenden Woche, und da kommt diese Karte mit ins Spiel, das geht zwar mehr Richtung, auf Beziehungsebene diese Karte, aber du kannst dir in noch viel, viel mehr Dingen natürlich vorstellen. Diese Karte sagt: Lass Vergangenes vergangen sein und nimm die Gegenwand vorbehaltlos an. Das heißt für dich unter dem Strich, warum hast du auch diese Revision? Denn sicherlich werden im Moment Dinge bei dir sein, wo du immer wieder an die Vergangenheit denkst, wo du immer wieder Dinge hochholst und überlegst, warum, wieso, weshalb diese diese ganz typischen Fragen. Wichtig ist, das was du da mitgebracht hast, das beeinflusst natürlich auch jede Paarbeziehung, auch jede Freundschaft. Manche Dinge darf man schlicht und ergreifend loslassen, in die Vergangenheit auch zurückgeben, damit es eben für dich leichter wird. Und daran erinnert dich diese Karte, denn das Wichtigste ist tatsächlich für dich, und da kommen wir jetzt schon in die nächste Karte, dass du hier in eine Leichtigkeit kommst. Und was wir hier auch sehen, hier haben wir auch nochmal die 44. Das heißt, wir haben den Zahlendoppler gleich zweimal bei dir. Und ja, wenn du immer wieder guckst, was bedeuten denn solche Engelszahlen, dann wird dir auch klar, was das natürlich bedeutet. Denn einmal gerade, äh, wenn wir eine Engelszahl haben, heißt das natürlich auch, dass die Engel bei uns sind. Es heißt aber... Auch, und da komme ich jetzt zu dem übergreifenden Thema, dass wir an den Punkt kommen: Diese Doppelzahlen ist für mich auch immer, wenn wir so in karmische Partnerschaften gehen werden, beziehungsweise wenn die kurz davor sind, dass es erscheinen wird, wenn wir mittendrin stecken. Also auch etwas Karmisches, das hier mit reinkommt. Wichtig ist, und diese Botschaft ist, dass die Engel an deiner Seite sind, dass die Engel dir helfen, dass sie dir auch Energie schicken, damit dir ganz klar wird, dass, dass jede Situation, egal wie schwierig sie ist, ähm, eine Lektion für uns hat und die Lektion, wenn wir die gelernt haben, verändert sich auch etwas und das, das ist wirklich gut und ganz wichtig ist, du hast hier tatsächlich ganz intensiv Unterstützung von den Engeln und ja, das ist doch etwas mega, mega schönes. In dieser Zeit jetzt dann auch für dich ist natürlich ganz wichtig zu wissen, wo gehörst du hin und ähm, zu wissen, wo man hingehört, ist immer etwas ganz Besonderes, denn wo ist dein Herz auch zu Hause? Wo fühlst du dich zu Hause? Und diese Wurzeln, die du einmal hast, also deine irdische Familie und dann aber auch deine neue Situation, wo du dich zu Hause fühlst, all das, das kommt hier mit hinzu und das möchte angeschaut werden. Was sehr interessant ist, ähm, sind die nächsten Karten, die kommen, denn wir haben sie in letzter Zeit schon öfters gehabt und es wiederholt sich und ich bekomme so viele Rückmeldungen, dass genau das eingetroffen ist, denn wir sehen hier unverhofftes Geld. Unverhofftes Geld, das muss nicht immer ein Millionenbetrag sein, das können kleinere Beträge sein. Also da kommt etwas auf dich zu und ähm, manchmal ist es... Auch eine kleine Summe, aber da kommt etwas. Und ich weiß vom letzten Mal, ich habe so viele Rückmeldungen von euch gehabt, wo diese Karte kam. Also es war ganz faszinierend, was da alles passiert ist, über welche Wege, ähm, Dinge, die auf einmal aufgetaucht sind. Und ich selber habe es auch gemerkt, da, da kam auf einmal von einer Ecke Geld, wo ich gar nicht gedacht hätte. Und ja, es war nicht viel, aber... Es ist gekommen und das ist das Wichtige und diese Dankbarkeit, die da tatsächlich entsteht. Denn wir sehen hier, ja, unverhofftes Geld und nicht nur das, sondern es geht dann auch noch weiter, dass wir sehen, hier kommt dann auch noch eine gute Dame mit ins Spiel für dich. Und die gute Dame, das kann natürlich diejenige sein, von der das Geld kommt. Aber das heißt für dich tatsächlich, ja, da wird eine Dame auf dich zukommen, die auch Einfluss hat. Das kann auch eine Mutterfigur sein und die ist bei dir an der Seite. Die kann auch schon von den Engeln geschickt sein, um dich auch vielleicht seelisch, moralisch zu unterstützen, damit. Ja, du bei den Sachen, wo du geprüft wirst, was da auf dich zukommt, dass es für dich einfach wird. Was wir jetzt auch sehen, und da kommt die letzte Karte ins Spiel, das große Glück. Das heißt, trotz alledem wird hier ein großes Glück für dich kommen. Das kann natürlich jetzt ganz viel bedeuten, weil wir sind ja immer noch bei einem übergreifenden Reading, trotz alledem. Also, das heißt, dass hier glückliche Wendungen tatsächlich kommen. Und dieses im Licht gestrahlt sein, wie wir hier sehen bei der Göttin Fortuna, genau so ist es. Also, das kann ja so viel bedeuten, nämlich bei den einen bedeutet das wahrscheinlich tatsächlich, dass du dieses strahlende Licht in dir findest und das ist auch ein ganz wunderbares, großes Glück, ein Geschenk kann auch bedeuten, dass hier eine Situation eben für dich sehr gut ausgeht und dann mit Geld zu tun hat. Also das sind ganz wunderbare, glückliche Wendungen da, die für alle die kommen, die hier den ersten Stapel gewählt haben. Alle, die den zweiten Stapel gewählt haben, um was geht es bei euch? Bei euch sehen wir, da kommt das Tor zu neuen Möglichkeiten. Da offenbaren sich ganz neue Wege, neue Dinge, die ja auf einmal da sind. Auf einmal ist immer relativ, weil oft kündigt sich das ja tatsächlich schon etwas vorher an, aber diese neuen Möglichkeiten, genau darum geht es wirklich die Augen offen zu halten, was da alles möglich ist. Denn es geht für dich auch darum, dass du in Liebe handelst. Lebe und arbeite in Liebe. Du siehst schon mit diesen Möglichkeiten und in Liebe zu arbeiten, dass es auch hier wieder doch sehr an die Basis geht. Denn ja, das, was wir hier bei dir sehen, und da möchte ich hier mit dieser Kristallkarte auch, dass du mal dich da drauf konzentrierst, was in dir hochkommt, wenn du hier drauf schaust. Das bewegt in der Regel schon mal eine ganze Menge und diese Karte, dieser Kristall, der sich da dahinter versteckt, da geht es tatsächlich darum, dass ja, eine Transparenz kommt. Es aber auch wichtig ist, dass du in einer Art ja, Balance bist, auch kreativ wirst, dass all das für dich zum Vorschein kommt. Und das, was hier noch zum Vorschein kommt, das ist tatsächlich, dass es darum geht, dass du ruhig und gelassen wirst. Dieses ruhig und gelassen, warum brauchst du das? Und da sehen wir hier schon, ja, es geht um Geduld, denn viele, viele Dinge passieren, wo man, göttlich geführt wird auf der einen Seite, auch göttliches Zeitmanagement, also wo nicht gleich sofort klar wird, in welche Richtung geht das. Aber deine Geduld wird tatsächlich hier abverlangt, denn ja, das ist allerhand, was hier kommt. Also diese Karte, ich weiß nicht, was das in dir hervorholt, aber wir sehen hier tatsächlich, und da möchte ich jetzt schon die nächste Karte dazu holen, ja, es geht um Chaos. Chaos kündigt sich hier an und wenn sich Chaos ankündigt, dann ist das schon immer so, dass man sagt, oh wei, oh wei, oh wei. Wir sehen aber auch noch tiefer und ähm, da ist jetzt wichtig auch die anderen Karten, die kommen, dass wir ja schon gesehen haben, es geht für dich auch um Geduld, aber da kommt diese Karte. Das ist eine Karte, die spricht davon, wenn man zu steif ist, zu unnachgiebig, dann wird das natürlich auch ziemlich chaotisch. Dann braucht man da auch Geduld. Das heißt für dich nichts anderes, es wird herausfordernd. Es wird ja doch schon allerhand herausforderndes kommen, denn was sehen wir hier weiter? Wir, wir sehen auch hier eine Karte, die eigentlich für Liebesdinge ist, aber auch übergreifend natürlich anzuschauen ist. Ewiger Sonnenschein schafft nur Wüste. Also, es muss auf gut Deutsch gesagt auch mal scheppern im Karton. Gewitter reinigen die Luft und hier ist bei dir tatsächlich wichtig, dass es wohl mal kracht und scheppert, um dann die Luft zu reinigen, um dann hier tatsächlich neue Möglichkeiten zu erschaffen. Wichtig ist, bleibe in Geduld, bleibe im Balance, denn egal was hier passiert, sei in Liebe, Sei gelassen, auch wenn jetzt echt alles aus dir heraus gekitzelt wird. Denn das, was aus dir heraus gekitzelt wird, es ist allerhand, ja, aber es hat seinen Grund. Denn da kommt jemand auf den Plan und das ist eine falsche Person. Eine falsche Person, hier wir sehen eine Frau und einen Mann, also wir sehen nicht, ob es männlich oder weiblich ist, aber jemand, der sein Gesicht versteckt. Der im Hintergrund bleibt und von hinten heraus tatsächlich etwas verbergen möchte, noch nicht ganz offenbaren möchte. Und ähm, ja, das ist herausfordernd. Denn vor allem, weil wir jetzt ja wissen, wir sehen hier star starrsinnig sein, stur, Chaos, das ist alles etwas Geduld. All das haben wir hier mit dabei. Denn da kommen wir an den Punkt. Hier, ewiger Sonnenschein schafft nur Wüste. Es muss mal scheppern im Karton. Und da ist jetzt wichtig, dass derjenige, der hier seine Maske versteckt, dass der schon auch mal jetzt ein bisschen angespitzt wird. Egal in welche Richtung das geht, das, das kann jetzt wirklich sehr, sehr viel bedeuten, weil, wie gesagt, wir sind ja bei einem übergreifenden Reading. Ähm, es wird allerhand herausgekitzelt, denn wir sehen auch, und da kommt die lange Reise, dass hier das Ganze mit dieser falschen Person entweder schon tatsächlich eine ganze Zeit läuft, dass es noch laufen wird, aber dieser Zug, der ist auch abfahrbereit. Das heißt tatsächlich, das ist Aufbruch. Das ist wirklich so, hey, bis hierhin und nicht weiter. Deswegen... Es muss scheppern im Karton, das ist wichtig, aber bleibe tatsächlich in Geduld. Weil, warum sage ich das so intensiv? Das Ganze hat wieder damit zu tun, und da ist jetzt die letzte Karte so entscheidend, dass wir sehen, da kommt Mühe und Arbeit. Das heißt für dich, Mühe und Arbeit bedeutet nichts anderes, dass hier etwas am Arbeiten war, dass dass man sich fühlt wie in einem Hamsterrad, dass man fühlt, man hat schon so viel getan, dass man meint, hey, ich mache doch schon alles. Warum jetzt also so viele viele Fragen die hier kommen. Aber es ist wichtig, es ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, nämlich deswegen, dass du erkennst, hier muss etwas passieren das was hier passieren muss. Du warst vielleicht vorher an dem Punkt, dass du wirklich gesagt hast, okay, du warst in einem gewissen Bequemlichkeitsmodus, du du wolltest noch gar nicht über die Komfortzone hinaus wegschauen, aber jetzt wirst du aufgefordert und da kommen wir hierhin, dass sich ein Tor zu neuen Möglichkeiten öffnet. Und das ist gut so, denn jetzt geht es darum, aus diesem Hamsterrad auch herauszubrechen. Und das bedeutet für jeden etwas anderes, der hier unter diesem Stapel fällt. Also das bedeutet wirklich, ja, da kommt jetzt trotz alledem in Bewegung. Also sei da wirklich geduldig, sei da ruhig. Das, dieses Chaos, das ist ja, das soll kommen, das ist wichtig, das ist aber aufräumendes, klärendes Chaos. Und das ist wirklich gut so. Also keine Panik, das wird wirklich positiv. Alle, die den dritten Stapel gewählt haben, bei euch sehen wir und das ist eigentlich sogar sehr gut, vertraue deinem Verständnis. Also es geht um deine innere Wahrheit und Klarheit, die sich zeigt, das Innere von dir, dass hier auch einen Gesamtüberblick haben möchte über die Situation, also ein tiefes, tiefes Bewusstsein, das in dir ist. Dein innerer Glaube und dieser innere Glaube, dieses innere Verständnis, das da ist, das führt dazu, und da haben wir hier die Karte, mein Glaube versetzt Berge. Das heißt für dich, Bleibe bei dir, bleibe tief bei deinem Verständnis, bleibe bei deinem Gefühl, bleibe bei deinen Emotionen, bei deiner Intuition, denn sie geben dir die richtigen Impulse, sie führen dich. Und mit dem Glauben, der hier in dir steckt, ja, damit kannst du Berge versetzen. Und ähm, ja, du wirst da regelrecht aufgefordert, auch Berge zu versetzen, denn... Aus dir heraus möchte etwas ganz, ganz Wunderbares entstehen, nämlich du selbst. Es geht darum, wir haben ja das Übergreifende schon gesehen, auch dass du dein eigenes Licht strahlen lässt, aus dir heraus immer mehr kommst. Deswegen ist ganz wichtig, und da lass mal diese Karte auf dich wirken, wenn wir hier schauen, was da für eine Energie mitkommt. Und bei dieser Karte, da geht es darum, dass du auf deinem Weg geschützt bist. Also du wirst auch geführt und wichtig ist eben auch aus deiner eigenen, ähm, aus deinem eigenen St Fühlen heraus zu handeln, deine eigenen Wertvorstellungen, all das, das wird hier ganz immens wichtig. Wichtig ist auch und ähm, wenn wir da weiter schauen, und da möchte ich erst nur mal die Karte auf euch wirken lassen, dann schaut euch das mal an. Das sind Regenbogenfarben, die wir hier haben. Das heißt für mich auch, dass es hier komplett durch deine Chakren alles durchgeht und auch durchwirkt. Und wenn es komplett so durch dich wirkt, passiert etwas, ja, etwas besonderes denn ich glaube fast wir haben ja zu Beginn auch gesehen dass es um Rituale geht dass du jetzt aufgefordert wirst auch deine Chakren zu reinigen hier intensiv immer weiter hineinzugehen auch in das spüren in das fühlen denn mit dieser karte geht es ja wirklich auch um freundlichkeit um, um güte um liebenswürdigkeit also ganz ganz positive dinge die hier zum vorschein kommen aber diese reinigung die da aus dir herauskommt ist auch noch mal ein großer anteil der hier mit hineinfließt mit dieser komplett neu geklärten Version von dir geht es dann auch weiter, dass du hier erkennst, welche Visionen sind denn da. Und dann haben wir hier auch noch Aphrodite, also auch noch etwas, das Richtung Liebesthematik geht, aber die Vision ist das Richtige, denn ja. Was möchte hier tatsächlich in deinem Leben noch mit deinen Visionen erschaffen und erbaut werden? Das gilt es jetzt hier immer tiefer anzuschauen. Es geht aber auch um dich und da kommt hier auch eine Rose, die dir geschickt wird, die Beauty Rose. Und wenn sie auf den Plan kommt, dann ist das auch eine Erinnerung an dich dass du nicht immer perfekt sein musst. Dein Strahlen, das kommt auf ganz andere Ebene. Und ähm, ja, was ist schon perfekt? Dieses, was ist schon perfekt, da kommt auch bei dir, und das finde ich jetzt ganz faszinierend, auch etwas auf der Liebesebene. Und da haben wir die Karte, die Lust kommt mit dem Sex und nicht vorher. Das ist ganz interessant, denn wenn ich diese Karte anschaue, das ist so oftmals etwas, wo wir auch für uns gesagt bekommen ja liebe muss, muss immer so perfekt und man muss so leidenschaftlich aufeinander prallen ja das funktioniert aber manchmal gilt es auch diese Leidenschaft ein bisschen aufzubauen. Für mich bedeutet diese Karte auch, dass du dich tatsächlich gerade in der Paarbeziehung, den dingen widmen sollst noch gar nicht unbedingt ähm, direkt der sex sondern die ganze vorstufe schon auch die karte sagt zwar auch die lust kommt mit dem sex nicht vorher aber für mich ist das ein steigern denn wenn du wirklich diese impulse vorher hast dann steigert sich natürlich auch diese lust aufeinander und ähm, ja, hier wird etwas angetriggert. Also, ich glaube, bei dir ist diese, dieser sexuelle Trigger, den wir schon eine ganze Zeit haben, der, der kommt hier nochmal auf einer anderen Art und Weise, als du denkst. Und das gilt es hier tatsächlich dann auch anzunehmen, wenn sich das eben vielleicht auch ganz anders zeigt, als du denkst. Wir sehen jetzt bei dir auch, da kommt das kleine Kind und das kleine Kind, äh, diese Karte, ja, die spricht tatsächlich von einem kleinen Kind, ähm, kann aber natürlich auch dein inneres Kind sein. Also sich anzuschauen, wo bist du an dem Punkt, dass du glücklich sein möchtest, wie ein kleines Kind, oder wo ist dein inneres Kind glücklich? Und hier eben ganz genau hinzuschauen. Das Ganze, das ist dann noch in der Kombi, die ich ganz interessant finde, dass wir sehen, hier ist das kleine Kind und da haben wir den guten, reichen Mann, der hier noch an die Seite kommt. Und ja, ein guter, reicher Mann, der hier gefühlt so mitten im Wohnzimmer steht, der auch sehr präsent ist. Ähm, das ist etwas, wo ich sage, das ist für mich auch ein Verehrer, den man hat. Also, das ist ja so ein Prinz Charming, der hier kommt und der in dir das innere Kind wieder zum Strahlen bringt. Und das ist auch das, was ich hier so gefühlt und gespürt habe. Denn ein bisschen anders, wie es auf der Karte steht, aber dass es hier um eine Steigerung geht. Eine Steigerung. Ähm, in dem zwischenmenschlichen auf der Liebesebene und das hier eben ja immer mehr passieren darf und nicht nur das, sondern wir haben auch noch das Wohnzimmer, das heißt unter dem Strich, gerade wenn das Wohnzimmer kommt, ja, wo fühlt man sich zu Hause, wo wo ist das so eine Nähe auch und ja, das gibt immer mehr diesen Impuls, da da ist etwas in Wandlung, also ein Mann, der hier bei einer Frau etwas bewegt und man fühlt sich da ganz gut. Und ähm, wenn du da schaust, auch die Rose, also da wird so einiges hervorkommen und das, das ist ganz gut. Wichtig, glaube ich, ist tatsächlich dieser Hinweis nochmal mit den Chakren, denn gerade wenn sich hier etwas Neues am Anbandeln ist, ist so eine Reinigung von innen heraus immer nochmal etwas ganz perfektes. Ja, ihr Lieben, ich bin am Ende angekommen. Ich schicke euch wie immer ganz viel Licht und Liebe und in diesem Sinne Namaste.